Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, so absurd es ist, während wir hier stehen, blickt die Welt gebannt auf einen berühmt-berüchtigten Twitter-Account. Und zu Recht wird es aller Wahrscheinlichkeit danach ganz empörte Tweets und auch Bierzeltreden geben. Doch mit Empörung allein werden wir diesem Donald Trump nicht begegnen können, und mit Empörung allein werden wir auch das Weltklima nicht retten können. Jetzt braucht es kein Geschwätz, sondern jetzt braucht es Taten. Auf Donald Trumps Ankündigung, aus dem Klimavertrag auszusteigen, muss aus Deutschland die eindeutige Antwort kommen: Deutschland leitet den Kohleausstieg ein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Alles andere, alle anderen hehren Worte werden ansonsten wie ein Bumerang auf uns zurückkommen. Nehmen wir nur die letzte Woche beim Petersberger Klimadialog. Da riet Frau Merkel den Vertretern aus Saudi-Arabien, sie sollten doch am besten jetzt in neueste Technologien investieren. Weise Worte. Doch ein paar Wochen davor eröffnete die LEAG ihre Ankündigung, dass sie vielleicht auch noch planen werde, 2030 Menschen, Dörfer, Kirchen, Betriebe dem Boden gleichzumachen und weiter Braunkohle abzubaggern. Und warum? Weil diese Bundesregierung nicht in der Lage ist, eine energiepolitische Entscheidung, eine klimapolitische Entscheidung zu treffen und zu sagen, wir brauchen keine neuen Tagebaue. Das ist schizophren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und Sie können heute diese klimapolitische Schizophrenie, Saudi-Arabien zu raten, in Erneuerbare einzusteigen und selber an der Kohle festzuhalten, das können Sie heute beenden, indem Sie unseren Antrag zustimmen. Und, liebe SPD, Ihr Kanzlerkandidat, der macht es der Kanzlerin gleich mit seiner Schizophrenie. Heute verkündet er, also in Zukunft müssten Handelsabkommen internationale Klimaverträge berücksichtigen, und zwar verbindlich. Sehr schön. Wenn Sie diese grüne Forderung, die wir seit Langem erheben, wirklich ernst meinen, dann können Sie zum einen erstmal alle anderen Handelsverträge aufräumen, aber zum anderen dann erwarte ich von Ihrem Kanzlerkandidaten, dass er ab sofort die CO2-Emissionsstandards für Kohlekraftwerke aus den USA in Deutschland einführt. Diese hatte Obama nämlich mit seinem Clean Air Act im Lichte von Paris erlassen. Und wenn jetzt Herr Schulz sagt, es ist eine Schande, dass dieser Clean Air Act abgewickelt wird, dann muss er doch in Deutschland dafür sorgen, dass wir diese Standards haben. Alles andere wäre klimapolitische Schizophrenie, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wenn wir schon beim Handel sind, Sie feiern sich dafür ab, dass Sie mit der KfW in das größte Solarkraftwerk der Welt, leider nicht in Deutschland, sondern in Marokko, investieren. Und zeitgleich geben Sie Hermes-Bürgschaften für dreckige fossile Kraftwerke in Südafrika. Warum hat denn Marokko eine Zukunft verdient und Südafrika nicht? Das ist schizophren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und daher können wir Ihnen nur sagen, hören Sie damit auf. Kommen Sie zu der Erkenntnis, die Unterschrift unter Paris war nicht nur ein Auftrag an Amerika, war nicht nur ein Auftrag an den Rest der Welt. Er war ein Auftrag an Deutschland, den Kohleausstieg endlich einzuleiten, auszusteigen aus den fossilen Energien. Geben Sie sich einen Ruck, zeigen Sie heute, was wahre Größe ist auf dieser Seite des Atlantiks. Stimmen Sie unserem Kohleantrag heute Abend zu, dann haben wir morgen die Headline: Amerika steigt aus Paris und Deutschland leitet den Kohleausstieg ein. Herzlichen Dank. Wir hoffen auf Ihre Vernunft. Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion hat jetzt der Kollege Dr. Matthias Haider das Wort.